Hallo liebe Lebensrocker, ich habe heute tatsächlich mal einen Baumarkt gefunden und damit auch endlich Spanngurte. Durch halb Italien bin ich mit den ausgeleierten Dinger hier gefahren. Jetzt habe ich das endlich wieder gescheit fest. Ich habe noch zwei weitere besorgt und ja, ich habe Spiritus gefunden, endlich mal. Das heißt, ich werde mir jetzt einen Spiritus-Campingkocher basteln und das siehst du dann gleich. Hallo liebe Lebensrocker, Rocky und ich werden jetzt langsam aber sicher den Grand Canyon der Schweiz entern. Und man kann es schon so langsam sehen, hier hat es echt eine epische Felslandschaft, richtig krasse Felsformation. Und ich habe mir sagen lassen, hier auf der Straße werde ich ja, das noch das eine oder andere Mal sehen eben. Und ganz da unten hat es auch ein Mountainbike Trail, also für die Bikepacking-Enthusiasten, die können auch da unten lang radeln. Ich habe da jetzt mal drauf verzichtet, weil mein Fahrrad ist ja eh schon am Auseinanderfliegen und ich bin mit Rockys Hundeanhänger ein bisschen breiter, also nichts für uns, aber ja, ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Ich sag dir noch kurz, wie der nächste Ort heißt. Moment, da. Der nächste Ort heißt Wallendas mit V. Und wir sind hier auf der rechten Seite vom Vorderrhein und fahren jetzt immer weiter Richtung Lindau am Bodensee. Ja, hier steht es jetzt nochmal genau, also das heißt Rheinschlucht bzw. Safiental. Und ja, da sind schon zwei Kajakfahrer drauf abgebildet. Ich gehe mal davon aus, das geht jetzt hier erst so richtig los. Wir sind im Kanton Graubünden, auch bekannt vom Bündnerfleisch, falls euch das was sagt. Und ja, jetzt mal gucken, was uns da hinten noch so erwartet.
So, ich denke, wir sind jetzt fast durch die Rheinschlucht. Ja, so arg viel hat man gar nicht gesehen. Die Straße ging nicht immer direkt an der Schlucht lang. Also vorhin war ja da die Serpentinenstraße, wo die Brücke drüber ging. Da hat man einen sehr guten Ausblick gehabt auf die Schlucht. Und ich denke, wenn man mal mit einem Kajak langfährt oder da unten irgendwie lang wandert, dann wird man da auch sehr, sehr viel sehen. Und vielleicht gibt es auch noch Wege oberhalb, wo da direkt so an den Klippen lang gehen. Aber da muss man dann schon, ja, vorsichtig sein, denn hier geht es immer ganz schön runter. Ne? Deswegen bin ich auch sehr vorsichtig gefahren, weil meistens direkt hinter den Leitplanken geht es erstmal hier, ja, 3, 4, 5, 6 Meter oder auch mehr hinab. Und ja, echt, echt krass. Ich denke mal, da unten, da hat es wirklich was von Grand Canyon, wenn man da unterwegs ist. Und ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich das auch mal noch eines Tages. So, hier ist eine ganz gute Stelle, habe ich gerade gesehen. Von hier sieht man doch noch einiges von der Rheinschlucht. Die epischen Felsen, die man sieht, die sind richtig, richtig rau. Ich weiß gar nicht, ob das Schiefer ist, aber ich glaube nicht. Doch, ja, könnte sein. Könnte sein. Was meint ihr, ist das Schieferstein? Ja, hier geht's runter. Hier sieht man jetzt auch die Serpentinenstraße. Also da bin ich vorher mit dem Rocky runtergeradelt. Die war richtig heftig, die Serpentine. Und ja, hier sieht man den Rhein, wie er fließt. Den Vorderrhein. Wow. Und diese Baumstämme, die da den Hang runterkrachen, das sieht von der Ferne aus wie so Streichhölzchen. Ja. Also hier kommt auch hin und wieder der halbe Hang runter, glaube ich. Das ist echt heftig. Und da hinten liegt noch ein klein wenig Schnee auf den Alpen, auf den Gipfeln. Hier kommt hin und wieder der eine oder andere Tunnel, die sind stellenweise auch ganz kurz, wie man sehen kann. Also das sind jetzt dann, glaube ich, 150 Meter. Nichts Wildes. Und ja, dann können Rocky und ich es auch gleich wieder rollen lassen, geht's bergab. Und da freue ich mich, dass ich jetzt, ja, also mit den Alpen, was die Alpen anbelangt, dass ich da durch bin, was die Hügel anbelangt, was die Steigungen anbelangt, denn ja, das ist jetzt echt genug. Ich bin ordentlich aus der Puste und freue mich jetzt wieder ein bisschen auf Flachland. Und ja. Ganz da unten verläuft noch die Eisenbahn lang. Also ich glaube, mit der Bahn kriegt man hier auch relativ viel mit von der Rheinschlucht.
So, hier an der Stelle, wo ich jetzt bin, treffen sich der Vorderrhein, der ist hier hinter mir. Also hier, das ist der Vorderrhein, dem bin ich die letzten Tage gefolgt. Und dort drüben ist der Hinterrhein, der kommt ebenfalls aus dem Gebirge. Die vereinen sich hier und werden zum Rhein. Und ich denke, den Rhein kennt jeder. Der Rhein fließt in den Bodensee und ja, genau da fahren wir jetzt hin. Man mag es nicht für möglich halten, Rocky und ich sind am Schwäbischen Meer, am Bodensee. Mein Gott, was war das für eine abenteuerliche, lange, lange Reise. Und jetzt die letzten Tage, nachdem ich über den Berg war, über den Lukmanierpass, da habe ich es einfach rollen lassen und ja, habe das gefeiert, habe ordentlich Kilometer gemacht. Meine Kamera, die war ein bisschen, ja, hat mich ein bisschen im Stich gelassen und wir hatten viel Regen, deswegen habe ich jetzt nicht so viel gefilmt. Aber jetzt haben wir wieder blauen Himmel und ich bin eigentlich schon mit einem Fuß in der Heimat. Noch sind wir in Österreich, aber ja, ich glaube 8 Kilometer weiter kommt Lindau. Und dann Deutschland, hurra, meine Heimat. Da freue ich mich jetzt drauf. Ich stinke, ich bin schmutzig. Ich hatte, ich weiß nicht, 3 Wochen keine Dusche mehr. Ja, die Campingplätze haben teilweise noch zu, sonst wäre ich da schon sofort hingepilgert. Ja, und jetzt freue ich mich einfach, bald zu Hause anzukommen, bei meinen Freunden, bei meinen Liebsten, um ein bisschen zu erholen und auszuspannen. Ich kann es nicht glauben, es ist vollbracht, da steht's, Freistaat Bayern, juhu, haha, endlich, jetzt bin ich in Deutschland, oh Mann, das war echt ein langer, langer Ritt, oder? Was meint ihr dazu? So, wenn dir das gefallen hat, unsere abgefahrene Reise, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniere uns, damit du auf dem Laufenden bleibst über weitere Abenteuer, denn es wird bestimmt nicht unser letztes gewesen sein. Und ja, jetzt werde ich ganz entspannt noch so eine Woche, 10 Tage zurück nach Hause radeln und mich dann wirklich mal richtig, richtig tiefenentspannen und alle Viere von mir strecken. Hallo liebe Lebensrocker, Rocky und ich sind jetzt auf dem Lindenbuckel in Tettnang. Ja, es ist nicht mehr weit bis zum Allgäu. Da ist schon mein allerbester Begleiter, gell? Ja, da bist du. Und hier könnt ihr die Alpen sehen, schneebedeckt, und da drüben liegt der Bodensee, also man hat hier einen wunderschönen Ausblick auf alles, auf beide Welten, ja, Bodensee und Alpen. Und ja, wir haben gerade sehr wechselhaftes Wetter, gell? Sehr wechselhaftes Wetter hat uns in Empfang genommen. Ja, wir sind kaum über die Grenze gefahren nach Bregenz, genau. Bregenz ist die österreichische Stadt und direkt danach kommt dann eigentlich Lindau am Bodensee, was dann deutsch ist. Und ja, kaum bin ich hier angekommen, hey,
richtig krasses Aprilwetter und das jetzt 19. Mai haben wir, ne? Also Mitte, Ende Mai richtig krasses Aprilwetter, jeden Tag Regensonne, Regensonne, Regensonne hin und her und ja, ich wollte erstmal in den Waschsalon meine Kleider waschen, weil halt alles nass und dreckig war irgendwie. Und die haben mich eigentlich alle weggeschickt, weil jetzt dürfen die Hotels, Gastronomie darf wieder aufmachen und dann haben eben die meisten Wäschereien da jetzt voll zu tun, ne? Und tun die ganzen Sachen von denen waschen eben. Und die Reinigung wollte 130 Euro für meinen Schlafsack waschen. Das ist, glaube ich, in etwa so viel, wie hier das irgendwie alles zusammen wert ist. Keine Ahnung. Naja, letzten Endes bin ich dann an einem Brunnen gelandet hier in Detnang und habe dann eine Handwäsche gemacht. Und ja, Gott sei Dank kam hier nochmal ein bisschen die Sonne raus. Jetzt habe ich hier meine Weste zum Trocknen hingehängt. Und ist jetzt fast alles trocken. Der Rocky genießt den Ausblick, okay. Und ich hatte ja noch gesagt, ich bastel einen Spiritus-Campingkocher. Das habe ich jetzt auch gemacht. Habe ich hier zwei alte Thunfischdosen genommen. Ne? Hier drin, das ist noch so eine Gewürzdose, die braucht man eigentlich nicht mal wirklich. Aber ich wollte halt, dass da nichts ausläuft oder so. Innen drin steckt quasi eine Bierdose oder Energy-Drink-Dose. Und ja, da halt mit dem Taschenmesser paar Löcher reingemacht und alles und fertig ist der Spiritusbrenner. Hier habe ich Spiritus, noch aus der Schweiz. Ja, den kann man da reinfüllen und dann anzünden. Da habe ich noch mein Windschild vom Gas-Campingkocher aufgehoben. Dadurch hält das die Hitze natürlich besser, wenn ich dann hier den Topf drauf stelle. Ja, also wer sowas nachbauen will auf eigene Gefahr, also ich glaube, es gibt bessere Versionen wie jetzt die. Das ist ja alles bloß improvisiert. Wie gesagt, ich übernehme da keine Haftung dafür. Ihr findet auch im YouTube ganz viele andere Anleitungen, wie man aus so alten Bierdosen Spiritus Campingkocher bastelt. Ich persönlich hätte mir so einen Spiritusbrenner für wahrscheinlich 10 Euro oder was das kostet im Autoladen besorgt, wenn ich denn einen gesehen hätte, weil die sind eben noch viel sicherer. Ja, also Spiritus ist ja schon heikles Zeug, wenn das mal umkippt oder so. Das muss schon stabil sein. Sollte nicht alles, Aber ich sag mal so Richtung Survival, ne, wo ich gerade unterwegs bin, tut sowas auch mal und ja, ich habe das schon getestet neulich, also ich habe damit Pasta gekocht und hat auf jeden Fall gereicht für eine warme Mahlzeit und ja, von dem her ganz cool und ja, jetzt genießen wir hier echt mal so ein paar Sonnenstunden und lassen uns ein bisschen gut gehen, wir werden die nächsten Tage ein bisschen Gassi gehen zusammen, gell Rocky? Ja, ganz viel Gassi gehen, ein bisschen wandern gehen dann, ja. Weil jetzt kommen mich hier auch ein paar Freunde besuchen dann am Bodensee und ja, jetzt ist so die Phase des Ankommens und ja, das alles im Kopf nochmal Revue passieren lassen, was wir alles erlebt haben, gell? Ja, so viel haben wir erlebt, so viel, gell? Du kannst bestätigen, ja. Tun wir ein bisschen spielen jetzt, gell? Ja, jetzt tun wir ein bisschen spielen dann, ja klar. Hallo liebe Lebensrocker, ich bin jetzt hier bei der Zwiefalter Aach im Schwabenland bei der Schwäbischen Alb und ihr seht, es kann hier auch wunderschön sein, richtig epische Flusslandschaft, sehr sehr cool. Ja, hier in diesem legendären Tal gibt es auch das ganz bekannte Zwiefalter Bier, das ist eine Klosterbrauerei, gibt es schon seit 1521 oder so und man sieht hier, die Zwiefalter Aach, da ist echt viel, viel grün und immer wieder so eine Art Treppen hier und man kann hier wirklich, wenn man genau hinzieht, das heißt auch Forellenweg, wo ich gerade da hinten herkam, kann man die Forellen im Bach rumspringen sehen. Also mega, mega cool und ja, frische Luft sowieso, gibt's frei Haus und für mich ein schönes Erlebnis hier jetzt ganz langsam und ganz ruhig anzukommen in der Heimat und festzustellen, wie schön es hier bei mir wirklich um die Ecke auch sein kann und wie schön ruhig und schon wieder überall tolle, coole Leute getroffen und tolle Gespräche gehabt. Also ja, richtig, richtig schön wieder in der Heimat zu sein und ich glaube, ich freue mich drauf, die nächsten Monate hier im Umkreis auch mal so die Natur und die schönen Orte zu entdecken und euch da mitzunehmen.
Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, abonniere gerne unseren YouTube-Kanal für mehr Abenteuer. Und ja, mein Name ist Florian Bassfeld, dein Leben rockt und hier geht's gleich weiter zum nächsten Video.